Bro, aber wirklich, es ist aber auch von Tag zu Tag. Alright, also hier wird gegrindet. Digga, ich hab mich so Yo, krass sind hier die verlaufen. Crafter Kam oder ich nicht was? von da? Oh Basti, mein ich Gott, brauch Hilfe. Basti, ich brauch Hilfe. Basti, ich brauch Hilfe. Was ist los? Ich bin in einer Mine, ich hab mich verlaufen. Ich hab Dias gesucht und gefunden. Warte, du bist in einer Mine? Ich bin irgendwo Ich? unten. Keiner Mine. Ich warte hier vergeben. Durch Lina raus. Aber wo durch Lina? Hier ist Lina. Aber wie soll ich da raus? Was soll ich machen? Okay. Willst du mir Koordinaten geben? Dann machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, ich gebe dir Koordinaten. Koordinaten bei mir. Nicht so Zuhören. Aus, minus ich bin auf dem Weg zu dir, Willi. Mitte minus 46.000 und ganz Chat, könnt ihr nochmal reinschauen? 363. 363, okay. Basti, ich soll dich fragen, was Sneaken ist, wie ich sneake. Okay, pass auf. Sneaken ist super, super Schlecht. Praktisch, wenn du auf einem Block stehst und da ist eine Kante und du sneakst, dann fällst du nicht runter. Also du kannst sozusagen dich an die Kante so bewegen, dass du halt nicht runterfällst. Ja. Das ist super praktisch und das wird wahrscheinlich bei dir auf der Shift-Taste sein. Ja. Das musst du halt häufiger, das musst du häufig benutzen, weil dann fällst du nicht so oft runter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du oft runterfällst. Nee, mir passiert sowas nicht. Nee, ich bin gleich da. Digga, ich glaube, Basti ist vor. Ey, ich hab falsche Koordinaten bekommen. Will ich stehen für einfach nur rum. Ich war mal minus 300. Guck mal, du kannst versuchen, mal auf minus 410 und 350 zu gehen, also die X- und Z-Koordinate. Genau da komme ich gerade runter, aber ich brauche eine Weile, mich hier runter zu buddeln. Ich soll dich fragen, warum Dias nicht mehr auf Höhe 11 bis 13 sind. Also sind sie schon, aber nicht mehr am wahrscheinlichsten. Das hat sich halt in Minecraft vor, also zwei Versionen, hat sich das so geupdatet, dass du jetzt halt viel weiter nach unten gehen kannst. Also es gibt jetzt halt, es geht bis Höhe minus 64. Früher ging es nur bis Höhe 0. Bau dich mal hier hoch. Da oben ist er. Ja, die Rettung. Hallo, Basti. Komm mal mit. Ich hab schon eine Treppe gebaut nach oben. Oh, guckt ihn euch an, Chat. Ich komme jetzt ganz entspannt raus. Basti, also, kannst du kurz zu den Koordinaten gehen? Ja, minus ja, 193. Ich bring mal eben nimm noch Eli. Nimm dir ein paar Dias mit. Ich bin gestorben. Nein. Wo sind die Dias? Isa, Koordinaten. Minus 191, minus 47,99. Basti, bring mich schnell dahin. Nein, Basti, wenn du das machst, ich schwör's dir, dann hat es Ausgrenzung. Basti. Also lieber soll's niemand bekommen als... Nein! Okay. Basti. Das waren 30 Dias, gell? Nein! Basti, schnell bring mich dahin. Bring mich hier hin. Der große Schatz. Basti. Und jetzt hochschwimmen jetzt mit Doppel-W und Leertaste, hoch. Hilfe! Minus 181. Okay, nochmal, wir üben nochmal. Warte, komm. Erstmal nochmal Luft nehmen. Wenn gleich nochmal das Wasser kommt, du drückst hier drunter, Leertaste nach oben und dann schwimmst du an die Oberfläche. Lava, lava. Ah, Billy muss 200 Blöcke. Jetzt, einfach nur einmal Leertaste. Jetzt hoch. Schwimm. Hoch. Atme. Stabil. Basti, ich ertrinke. Ich ertrinke, Basti. Wieder auftauchen. Ich weiß nicht, wo ich bin, also, Digga. Steig ein. Rechts geh aufs Boot. Attacke, komm, wir fahren zurück. Achso, ich sehe nichts wegen diesen Linien. Hilfe, wie mach ich die Linien aus? Welche Linien? F3G. F3G, du hast Chunks an, ja. Chunk-Grenzen. Ja. Alter Schwede, ich hab nichts gesehen. Alter, da geht's ja komplett runter. Ja, das ist wo hier eine... Wo warst du, Isa? So, Eli. Einmal einsteigen. Wo bist du? Warte. Ja. Ha! Ich sag dir ehrlich, ich hab ein bisschen gehofft, dass ich in den Fluss springe und nicht daneben. Und dachte mir so, für alle Fälle habe ich ja mein Wassereimer. Aber der hat mir irgendwie nichts gemacht. Sorry. Guck mal, siehst du da? An der Wand? Da ist der Topf der Gier. Ja. Da oben, schnapp sie dir. Sie warten auf dich. Ja. Hol mal Willi bitte ab. Ich hab's ja nicht geschafft und ich komme nicht mehr runter. Ach, Willi ist da immer noch. Warte, was sind die Codes von Willi? Minus 181, 300. Oh, Willi, vor mir sind 4 Dias. 4 Stück. Oh, sind die lecker. Die sehen so schmacko aus. Ja, warte mal, Z ist 300, Isa, ja? Ja, war 300. Mein Chat hat ja erstmal minus 300 gesagt, aber es ist 300. Geh nicht minus 300! Ja, guck mal, hier ist er doch. Der verlorene Willi. Sohn. Willi! Guck ihn dir an. Aber, Basti, wo kann ich denn jetzt hier nochmal welche finden? Einfach so, Dias. Also, hier sind keine. Guck dir an. Ja, hier gerade nichts mehr, aber hier war ja auch schon ein bisschen was zu holen. Ja, ich habe hier alles geholt, ne? Ist hier alles in die Lava gefallen. Ach so. Ich weiß ja nicht, wenn jetzt Isa sagt, hier ist schon alles abgemeint. Willi, du bist müde übrigens. Zu Recht. Es tut mir leid, Willi. Ich hätte dir sogar Dias gegeben. Ich bin nur super slow. Ich habe keine Orientierung. Ich habe mich durch die halbe Welt gehämmert. Hast du wirklich, Digga? Dass ich lese im Chat nur noch 200 Blöcke und 200 Blöcke.
Es geht ganz schnell. Wir können aber mal bald zurück ins Dorf. Ich glaube, zurück ins Dorf zu gehen, wäre gar keine so dumme Idee. Okay. Komm mal bitte hoch. Kann ich vielleicht so zwei Braten haben? Oder? Haben Sie wirklich Beef mit Zit? Ja, aber lad diese Scheiße nicht auf TikTok hoch, Mann. Beef mit Zit, Leute. Wir streamen nicht mit Zit, ne? Wir haben momentan Beef. Der hat Scheiße gelabert, so. Momentan keine Streams zusammen. Aber bitte nicht auf TikTok hochladen. For real jetzt? Mann, nein! Meine Fresse, der ist gerade bei Burger King oder so wahrscheinlich, deswegen streamt er nicht. Hast du mitbekommen, was er gemacht hat, Willi? Dienstag Training. Hörst du mich? Ja, ja. Dienstag Training. Er hat alle seine Freunde aus der Mannschaft gefragt, ob die mit ihm essen gehen wollen und die hatten alle keine Zeit. Und dann ist er mit Trainingssachen ungeduscht zu einem Burger King gefahren, der zu hatte. Er hatte aber so sehr Lust auf Burger King, dass er dann zu einem anderen Burger King alleine hingefahren ist mit durchgeschwitzten Sachen. Hat sich dann da reingesetzt, weil es keinen McDrive gab und hat mit einem Delay Sports Trainingsanzug sich einen Whopper und zwei Chili Cheeseburger bestellt. Das Digga, ich glaube, du wirst fett überrascht sein über meinem Haus, was ich da mache. Über meins auch. Ich habe einen Knast gebaut. Boah, ich bin gespannt. Eli hat eine JVA gebaut. Es sieht super wild aus. Bei mir gerade. Basti? Ja, ja, der kommt da. Ich höre was. Basti! Gegen das Schicksal bist du machtlos. Danke, Basti. Ja, komm mit, wir gehen zu Eli und dann ab nach Hause. Ist was, gegen das Schicksal bist du machtlos. Kann sein, dass ich tope, wenn ihr wiederkommt. Nein, ab und zu nicht. Bitte müssen wir jetzt was nehmen. Gegen das Schicksal bist du machtlos, Basti. Basti, du musst es verstehen. Ja, ja, nimm. Okay, Basti, wie kommen wir nach Hause? Ja, dann kommt mal mit. Versucht mir mal. Wir bringen die Truppe nach Hause. Mission, Abreise. Let's go home. Hier ist noch was Goldenes. Ich glaube, ich schaffe es zum ersten Mal nicht zu sterben. Hier sind Dias! Lust, Moi, ich hast schon wieder geguckt. So, hier ist noch Eisen, könnte noch ein bisschen kratzen. Nicht sagen! Ich denke, als ob man das nicht sieht. Das sieht, ey, der Box ja. Ist es. Kann ich dafür. Hallo, ey! Ey, Jungs, wenn ihr euch jetzt gegenseitig tötet, dann haben wir ein Problem. Davor kann ich euch auch nicht mehr retten, ne? Ich sag ehrlich, wenn jetzt hier vor uns ein Dia rauskommt, dann töte ich ihn. Hier, der macht immer Ups. Ja, weil ich nicht sehe. Ihr könnt auch weiter nach oben bauen, wenn ihr wollt. Dann bleib hinten, Eli. Aber ihr müsst nach oben, wir wollen nach oben, Jungs. Was macht ihr denn da? Ihr habt abgebaut. Okay, Jungs, jetzt hier rausschwimmen. Raus. Ja. Willi hat mich eingebaut. Hier ist Freiheit. So, dann. Aber wir haben es geschafft. Dann steigt ihr mal beide in ein Boot ein und fahrt mir mal hinterher. Wir machen Autokorso. Wenn ich meine Diamanten in die Elder-Truhe mache, dann kann niemand anderes daran, genau. Ne? Niemand anderes kann daran. Deine Ender-Chest ist sozusagen nur auf dich zugeschnitten. Was macht Willi hier? Willi ist AFK. Mann, Willi! Warum gibt er mir nicht dann die Macht? Dann soll er mir die Macht geben. Dann soll er mir das Paddel geben. Ich kann euch was ganz kurz zeigen. Habt ihr schon mal ein Fernglas gesehen? Warum guckt mich das Schaf so dumm an? Digga. Ist das dumm, Digga? Gib mir dein Fleisch. Okay, Basti, bin da. Ich mach euch mal was ganz kurz fertig. Habt ihr schon mal ein Fernglas gehabt? Mit diesen Lilanen macht man das, ne? Genau. Hast du schon mal gecraftet? Nee. Ich kann es euch zeigen. Basti, ich muss nach Hause. Ja, wir sind gleich da. Guck mal, nimm mal das Fernglas. Und dann, guck mal, hier liegt's. Wow. Okay, ja, siehst du? Ja, das kannst du aus diesen lilanen Kristallen machen. Und dann sieht man Dings da besser, oder was? Dann sieht man. Ja, du kannst halt weiter gucken, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Optifine hast. Es gibt auch noch Mods, mit denen du zoomen kannst, aber. Ja, Willi, dann lass weiter. Ich hab sogar Optifine. Achso, du. Dann hab ich nichts gesagt. Wenn du Zoom sowieso hast, dann passt. Ja. Weiter geht's, Jungs. Vamos. Da hinten sehe ich ein riesiges Feld. Das heißt? Sollen wir nicht kurz schlafen, damit es hell wird? Ja, wir sind zu Hause. Oh, wir sind zu Hause im Auenland! Wir sind wieder da. Ja, guck mal, mein Turm! Ja, nur wegen dem Turm haben wir es gefunden. Mein Turm, Willi! Ja, cool das aussieht, Eli. Ich hab so Polarlichter. Ich hab kurz davor, ein Bild in die Gruppe zu schicken. Auf. Basti, das ist mein Sommergarten vorne. Ey, darf ich hier überhaupt draufstehen? Zeig mal her. Schuhe sind ja, sauber. Ja, das ist cool. Ich kann auch rausziehen. Ich zieh aus. Und? Das wird der Sommergarten. Ja. Dann gehst du hier entlang. Hier unten. Oh, okay. Das ist da ein geheimer Weg. Da wird mit Schienen und so gemacht. Die Katakomben. Und dann hier rechts mache ich eine extra Höhle. Da werde ich dann nach Steinen und so suchen. Und hier kommst du dann unten in den Ressourcen. Hier rechts sind Ressourcen. Mhm. Aber geil, mit so Geheimgang und so. Yeah, Flock! Dann hier ist erstmal die Jugendherberge von ein paar Pennern. Schon ein Projekt. Ey, ist geil. Für Tag 2, strong. Vielen Dank. Freut mich sehr zu hören. Gegen dumme Schwitzer. Ich zeig dir mal mein Haus. Komm mal mit, Basti. Ja, zeig mal.
Ich komm mit. Also, das ist momentan der aktuelle Stand. Halt dich aber bereit, nicht, dass du aus den Socken kommst. Ey, das ist größer als die alte Bude. Das ist, ich habe ein Upgrade bekommen. Das ist so der aktuelle Stand. Guck mal hier, hier soll meine Chiller-Ecke sein. Hier geht man dann nach unten. JVA, oder? Weißt du, was das ist? Isolationshaft. Hier geht man dann nach unten und hier chillt man dann. Auf entspannt, Bro. Hier kann man dann chillen. Ja, ja, hier ist stabiles Klima. So, weißt du, und dass man dann einfach abchillen kann. Dann kommst du halt hier raus. Was ich hier noch baue, weiß ich noch nicht genau, was hier noch drin ist. Chat, JVA, Prison Break, das könnt ihr euch sparen. Das wird ein richtig cooles Projekt hier noch. Digga, ich hab blöd aus der Wäsche. Bock da zu chillen, ne? Im Boden. Was zahlt man jetzt? Hier zahlt man aber krasse Miete am Wasser, also Wassergrundstück und so. Ja. Ja. Man muss da ein bisschen auch sowas mit beeinbrechen. So, erstmal mache ich meine ganzen Sachen in die Eldertruhe. Warum schießt der immer auf mich? Also, was, Jungs, Freunde, ich verabschiede mich. Lass mal kurz schlafen. Ich verabschiede mich. Ey, Nikolas. Edi Jella, mein Bruder. Edi Jella, ihr seid best. Inter, mach's gut. Und ja. Basti, danke, dass du uns geholfen hast. Ey, mach's gut, Freunde. Guten Abend. Morgen wieder ein Craft Attack, ja? Edi Jella, ihr seid best. Morgen wieder ein Craft Attack. Kurz schlafen, kurz mal schlafen. Ja, ich schlafe. Passt es, wenn wir beide schlafen? Ja, ne? Sieht so aus. Ich muss sagen, also Tag 2 euer Dorf hat jetzt auf jeden Fall nochmal... Hat schon Upgrade, ne? Man sieht schon Fortschritte. Man merkt es. Ich mach meine ganzen 17 Diamanten in meinen... Komm mal ganz kurz mit, Basti. Wenn ich meine ganzen 17... Was wollen diese Spinnen denn immer hier? Aber die sind am Tag, sind die friedlich zu dir, ne? Ah, soll nicht gucken. Ich mag keine Spinnen. Also, wo mache ich denn das jetzt? Wo ist die Elder? Guck mal, hier ist die. Hier steht die und da kannst du jetzt einfach dein Dorf reinpacken. Und dann kann niemand sehen, was ich da reingemacht habe. Genau, das kann keiner sehen. Bei mir sieht das anders aus. Bei mir ist die Kiste leer. Du kannst da jetzt Sachen reinpacken. Und bei mir wäre sie, wenn ich jetzt nochmal reingucke, immer noch leer. Die ist auf jeden einzelnen Spieler. So ein gutes Gefühl. So ein gutes Gefühl, das da alles gerade reingemacht zu haben. Was soll ich da noch reinmachen? Also alles, was du halt nicht verlieren möchtest. Ne? Alles, was halt wertvoll ist. So deine Dias, dein Eisen, dein Gold. Und dann kannst du ja auch jederzeit das immer wieder rausnehmen. Soll ich meine Dias-Spitzhacke und so da auch reinmachen? Ja, aber wenn du die jetzt halt brauchst, so... Für irgendwelche muss ja auch noch Blöcke abbauen. Dann mache ich mir jetzt erstmal Eisen und sowas. Aber wir gehen gleich nochmal in die Höhle, oder? Nochmal craften? Ja, wir können nochmal caven gehen. Ich will nochmal caven. Eisen, Gold auch. Kann ich mir Katzen holen? Du könntest dir Katzen holen, ja. Echt? Wie normalerweise, cool ist das? Also in so Dörfern, also wie das hier auch mal eins war, spawnen normalerweise halt Katzen natürlich. Den musst du dann Fisch geben und wenn du Glück hast, dann bleiben sie bei dir. Aber dann müssen wir aber erstmal ein neues Dorf wahrscheinlich finden. Weißt du denn, wie man Fische bekommt, Eli? Nee, ich soll dich aber fragen für eine Fulbright. Frag ihn mal nach Fulbright für eine Höhlentour. Also du kannst mit Skip-Mods, mit denen du halt die Höhlen einfach mehr sehen kannst, dann ist es halt hell in der Höhle. Du brauchst halt keine Fackeln, das habe ich zum Beispiel. Und Isa auch. Ja, das ist geil, hol dir das. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt on-stream so Mods installiert bekommen. Das ist vielleicht nochmal eine Aktion. Da musst du loslassen. Das hat keinen Sinn. Also ich verstehe das Spielprinzip wie eine 1, ne? Mittlerweile. Ich merke das. Hier immer Fleisch und so, dass man was hat. So eine Schaufel. Jetzt mache ich mir gleich hier. Ich crafte mir jetzt irgendwie mit Eisen auf jeden Fall. Einen Stöcker habe ich auch. Dann mache ich mir noch ein Schwert. Oder soll ich mein Dia-Schwert mitnehmen auf die große Reise? Kannst auch ein Eisenschwert mitnehmen, aber Dia-Schwert kannst du schon mitnehmen. Es ist mal wichtig, dass du die meisten Dias, die du jetzt einfach gesammelt hast, einfach nicht verlieren kannst. Guck mal, ich kann dir auch noch was anderes zeigen. Ich glaube, wenn du mal Essensprobleme hast, kannst du auch Fisch essen. Und dann willst du dir mal einen kleinen Angelausflug. Angeln? Ja, du kannst nämlich auch in Minecraft angeln. Man kann in der wundervollen Welt von Minecraft alles machen. Guck mal her. Nimm mal diese Angel hier. Nimm die mal mit und wähl die auch mal so aus, dass die wieder unten in deiner unten in der Leiste ist. Stell dich mal jetzt hier hin, so stell mal jetzt einfach hier so ans Wasser und jetzt wirfst du einfach mit Rechtsklick die Angel aus. Mit Rechtsklick. Nicht spammen, sondern einfach nur einmal. Genau. Ich hab grad einen Vater-Sohn-Moment, Basti. Guck mal, bei mir beißt einer an, wenn es nach unten geht, dann drückst du wieder Rechtsklick. Ich sag dir mal, wenn du Rechtsklick drücken sollst, ja? Oder wirst du es selber merken. Okay, Papa. Und zwar jetzt, Rechtsklick. Nee, Rechtsklick. Du drückst Linksklick. Ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er weg. Der ist weggegangen. Ach, verdammt. Nochmal Runde 2. Komm, auf geht's. Du kannst rein theoretisch auch krasse Sachen angeln. Also du kannst zum Beispiel auch Rüstung oder Bögen kannst du angeln. Ah, es dauert ewig. Ja. Muss man auch sagen. Ist wie ein Fortnite, das Prinzip. Okay. Guck mal, bei dir kommt einer. Jetzt Rechtsklick. Guck mal, da hast du einen. Mein erster Fisch. Und den kannst du halt auch. Kann ich auch stapeln? Den kannst du auch stapeln. Die Angel ist ja übertrieben OP. Die ist krass, ja. Und jetzt kannst du halt angeln und den Fisch kannst du auch braten. Das ist genauso gut wie einfach Fleisch oder so. Und da beißt immer einer an? Ja, irgendwann beißt da was an. Wir können auch jagen. Also wir können halt einerseits einfach so angeln, das ist entspannt. Oh mein Gott. Also, ja. Hä?
Guck mal, das habe ich jetzt gerade geangelt. Das meinte ich mit, du kannst auch noch krasse Schätze angeln. Das ist jetzt halt, das ist ein enchanteter Bogen mit Power 4 und Infinity 1. Das ist halt ultra krass. Ist es gut? Das ist unfassbar gut. Also, ich könnte dich mit dem Bogen, ja, wahrscheinlich mit deiner Rüstung, ich müsste dreimal auf dich schießen, dann bist du tot. Kommt er in die Ender Chest? In die Ender Chest damit. Ja, ich gebe ihn dir gerne. In die Ender Chest. Du hast nichts gesehen, Basti. Ja, ja, ey, du hast den geangelt. Stark. Was ist Soup PvP? PvP? Boah, das ist jetzt schwer zu erklären. Okay, pass auf, das ist so. Stell dir vor, das ist so ein bisschen, du spielst jetzt gerade FIFA und ich soll dir die ganz kleinen Spielmodus in Minecraft erklären, also in FIFA erklären. Zum Beispiel jetzt, I don't know, du fragst mich, was Co-op Seasons ist, aber noch viel kleiner. Also schwierig. Ja, es ist halt einfach nochmal eine andere Abteilung in. Generell PvP ist eine ganz andere Abteilung in Minecraft so. Goldbarren brauchst du nicht von mir, ne? Nee, brauch ich nicht. Normalerweise müsstest du halt für jeden Schuss einen Pfeil haben, aber mit der Verzauberung kannst du mit dem Pfeil unendlich oft schießen. Du hast jetzt nur einen Pfeil im Inf und kannst die ganze Zeit mit dem schießen. Ist der stark? Der ist sehr stark. Boom, Headshot. Ich habe einen Bogenkampf gegen den Typen. Sagen wir ein Zombie. Wie viele Schüsse brauchst du? Zwei Schüsse. Zwei Schüsse bräuchtest du für ein Monster. Also ich würde sagen, das ist dein wertvollstes Item, was du jetzt hast. Das ist wertvoller als deine Dias. Echt? Ja. Also den in die Endertruhe. Ja, pack den mal rein. Also damit kannst du, also rein theoretisch, damit kannst du halt jeden auf dem Server eigentlich töten. Auch Rohat? Ja, Rohat ist voll dir, ne? Das wird ein bisschen, Rohat, ich glaube Rohat, der weiß Bescheid. Rohat hat früher halt das, was du gesagt hast, also nicht zu PvP, aber generell Rohat hat viel PvP gespielt. Also der aber weiß. Ich bin doch auch voll dir fast. Ich könnte es auch machen. Ja, aber ich, Rohat ist da erfahrener, der wüsste, was er machen müsste gegen dich, um zu gewinnen. Du kannst jetzt einfach mal, beim Dierschwert, nimm mal einfach Schärfe 1. Das würde jetzt ein Level verbrauchen. Und wenn du es gemacht hast, du meinst, das Dierschwert in die Hand und das leuchtet jetzt so. Das macht jetzt noch mehr Schaden. Wenn du damit jetzt jemanden schlägst oder ein Monster, das würde rein theoretisch noch mehr Schaden machen. Das ist jetzt aber nur Schärfe 1. Das geht bis Schärfe 5. Dann kannst du mit Schärfe 5 halt richtig viel Schaden machen. Und das gleiche gibt es auch zum Beispiel für Spitzhacken mit Effizienz, dass sie schneller abbauen können. Das gibt es mit Äxten, dass sie schneller abbauen können. Das gibt es mit Schaufeln, damit die schneller abbauen können. Ich konnte gerade, dann mache ich das gleich für das andere auch von mir. Mit meiner Spitzhacke. Spitzhacke und mein Lapi-Lapsizos rein. Kann ich direkt das zweite nehmen? Hier steht 1 und 2 und 3 irgendwas, aber 3 kann ich auch nicht nehmen. Ich habe gerade 1 genommen, konnte genau, dann... Genau, weil du wahrscheinlich zu wenig Level hast. Also wenn du 30 Level hast, dann könntest du das unterste nehmen und das wäre das krasseste. Aber ich glaube, es reicht jetzt für den Anfang, wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen Effizienz 1 und Schärfe 1 einfach mal verzauberst. Weil wenn die Verzauberung irgendwann dir nicht mehr gefallen, kannst du die auch einfach wieder entfernen. Nimm Effizienz. Effizienz ist gut. Mit Effizienz kannst du immer schneller abbauen. Egal, was du hast. Effizienz. Oha, krass. Effizienz 4, schreibt mein Chat. Hast du, wie viel Level hast du? Du hast nicht 30 Level, ne? Nein. Ein paar sagen, ich soll warten bis Level 30. Wie viel Level hast du? 19. Ja, nee, dann... Also es wäre schon, wenn du 30 Level mal hast, das wäre cool, aber ich glaube, wenn du von Level 19 jetzt ein paar Level verbrauchst, ist nicht schlimm. Er ist schnell auf 30. Chat, clip das jetzt bitte. Ich bin ein Krieger aus Diamant. Alter Schwede, sehe ich vercrafted aus. Iced out. Tja, dann kannst du auch direkt verzaubern. Ich bin ein verzauberter Crafter. Du verstehst das nicht. Ich habe irgendeinen Bogen, der völlig verrückt ist. Und ich will weiter Dia farmen. Oh, jetzt. Jetzt hast du auch Blut geleckt. Ah, ich wirklich. Erstmal die Jungs hier rein. Siehst du den hier, Sydney? Das ist eine Diamant-Spitzhacke Effizienz 1. Verstehst du das? Hier ist Diaschwert Schärfe 1. Sydney schreibt, er hat eine Stunde lang Eisen gesucht, hat keins gefunden und ist dann offline gegangen. Oh nein. Ich bin ein Verzauber. Ich mach's jetzt für meine Insta-Story. Ich mach's für eine Insta-Story und einen Tweet, dass ich so weit mittlerweile bin. Digga, ich mach jetzt eine Instagram-Story, wo ich mit meinem Minecraft-Typen angebe. Geil. Okay. 2023. Ja, mach. So? Drück mal zweimal F5, dass du dich selber so sehen kannst. Dann ist das ist der Flex? Dann ist es der Flex. Oh Gott. Chat, sieht man, dass ich ein verzauberter Dia-Spieler bin? Wissen das Leute, die sich damit auskennen? Hallo? 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 Sydney. Ich bin verzaubert. Ich weiß, ich kann nicht zulassen, dass ihr zu gut werdet. Bei euch Basti helfen kann und Isa. Ja, ja. Ich hatte heute eine halbe Stunde Rohat. Weil ich einfach lernfähig bin, deswegen. Ich habe auch nicht viel verstanden. Oh, 2023 ist es eine ganz andere Zeit. Ich chill in Full Gold wirklich auf diesem Server. Oh, wie, aber auch wirklich, ich schließe langsam diesen Server auch ein bisschen ins Herz. Ich bin ein Verzauberter. Wie läuft das mit Willi? Müsst ihr mit Sydney klären. Also ich würde da kein Fitner machen. Die wollten nachher TikTok live machen mit Rosen und so, aber ich bin da nicht drin. Wie gesagt. Machen wir später. Machen wir später, Leute.
Hast du den schon mal gesehen? Goldklumpen. Guck mal, wer hinter dir ist. Sidcrafter. PvP. Bin ich das? Wo seid ihr? Lama, du hast zwei Lamas. Nee, nein, das ist nicht Sid. Das ist nicht Sid. Der ist hier gerade gespawnt. Der spawnt manchmal. Digga, wo bin ich? Du bist wahrscheinlich da, wo du zuletzt rausgegangen bist. Ich dachte, dass das Sidney ist. Mädels und Jungs, ich bin jetzt bereit. Also wirklich, ich will noch mal in die Höhle. Noch es einmal geht, Dias mitnehmen. Es geht ich wieder runter. Gibt's da Eisen auch? Ja, hä? Was hast du denn mit deinen Eisen? Ich hab überall Eisen gefunden. Ich hab heute gezockt, ich war voll gut, okay? Und dann wollte ich mir eine Eisenachs machen. Ich hab 1,5 Stunden lang Eisen gesucht und bin dann aufgegangen, weil ich sauer war. Ich hab's nicht gefunden. Mit Medi und Monte. Wir haben's nicht hinbekommen. Ich nehm mein verzaubertes Ding nicht mit. Ich hab sogar so einen Bogen. Auch damit hätte ich flexen sollen. Inventar leeren. Bild. Ich hatte so extra sogar so einen Bogen. Okay, ich habe jetzt eine Eisenpickaxe mit Basti, aber trotzdem, ich konnte... Ja komm, Jungs, wir kriegen alles hin. Edi kriegt Dias, Sidney kriegt Eisen. Ja. Digga, ich spiele schon wieder seit 6 Stunden Minecraft, ne? Boah! Boah, ey, das Geräusch. Ja, sorry. Mich greift was an. Müssen wir gucken, hier ist einer ein bisschen langsamer. Ja, Edi, gedrückt halten, Digga. Ja, aber ich laufe die ganze Zeit gegen Sachen. Zum Thema Eisen hier wäre welches. Also das kannst du auch zum Beispiel hier einfach an der Oberfläche finden. Aber wenn du willst, ich kann das für dich abbauen, dann kriegst du mehr. Guck mal, da kriegst du 2 raus. Ich habe so eine Verzauberung, dass du mehr rausbekommst. Ich will auch so eine Verzauberung später. Wann kann ich die haben, die Verzauberung, Basti? Ja, einfach wenn du, also du brauchst halt Glück. Du musst halt irgendwann beim Verzaubern, was du jetzt vorhin gemacht hast, da musst du einfach hoffen, dass da irgendwann mal Glück steht. Oder wie heißt Fortune auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Kohle, Kohle, Kohle. Boah, wie viel Kohle! Ganz kurz, Jungs. Ja. Ich sehe schon, die Höhlentour, die wird sich verzögern. Boah, Jungs, ich glaube, hier haben wir eine Höhle. Ja, hier sieht es nach einer Höhle aus. Was habt ihr für eine? Ja, war. Eine Double-Double-Views. Hier wäre nochmal ein bisschen Eisen. So, guck mal hier. Hier könnte mal ein bisschen was gehen. Eisen? Eisen sehe ich. Eisen, Eisen? Nein, ist Kohle, Kohle, Kohle. Ja, aber wir können noch weiter. Ich sehe sogar. Dann ist Eisen. Da drüben ist Eisen. Guck mal, hier ist viel Eisen. Aber es sind noch ein paar Monster. Jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Hier können wir einfach ins Wasser springen? Ja, einfach ins Wasser. Wow. Okay, wenn Eddie das schafft. Guck mal, wie viel Kohle hier, wie viel Eisen hier ist. Alles. Eisen! Deswegen, also Eisen ist halt wirklich nicht so schwer zu finden. Ja, finde ich auch. Fackeln auch immer wichtig. Sidney, du hast gar kein Schild, ne? Warte mal. Was für Schild? Das, was wir in unserer linken Hand haben, das ist ein Schild. Achso, nee, hab ich nicht. Nimm mal das hier. Ich hatte kein Eisen dafür. Und ja, ich weiß, in die zweite Hand. Genau, in die zweite Hand. Und wenn jetzt irgendjemand dich angreift oder so, oder ein Creeper vor dir ist, einfach rechts gedrückt halten, dann blockst du. Also block mal, mach mal. Guck mal, ich könnte dich jetzt nicht schlagen, weil du blockst. Boah, ich hab grad so einen Sound weg. Dankeschön. Also, ich hab hier Diamanten gerade gesehen. Weiß nicht. Und ich kann Topf der Gier mit Glück, vielleicht kriegen wir mehrere raus. Diamant. Warte, ich behaupte, du könntest 2 rausbekommen, warte. Noch ein. Jetzt hast du 2 rausbekommen. Ich mach's immer hier hin, damit ich sehe, auf was ich hinarbeite. 3 Diamanten in meine Tarte. Okay, ich bin auf der Suche nach dir. Was ist das hier? Gerade, ne? Das ist ein Slime. Ein Wackelpudding. Das ist ein Slime. Guck mal, der vermehrt sich halt immer wieder. Über 10 Subs oder 5 Dias? 5 Dias. 5 Dias. Ich bin auf der Suche nach der Gear. Das ist ein Mindchef. Guck mal hier. Hier sind so zum Beispiel Kisten. Klick mal da rein. Du kannst halt... Kirsch. Leuchtbeeren. Ja, Leuchtbeeren sind Kohle. Cool. Kohle! 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 Freut sich so sehr über Kohle wie über Dias. Kohle! Fucking auch immer nice. Fucking auch immer nice, Chat. Das hier ist halt ein Dungeon. Das hier ist ein Dungeon sozusagen. Das ist eine Struktur. Also das ist jetzt gerade ein Mineshaft. Also. Ah, hier sind Spinnen. Oh. Aua. Und die sind schnell. Hilfe. Oh, wie viele. Ich bin tot. Einfach durchblocken. Okay. Alles gut. Und essen. Alter. Ey, wie ihr sofort aber auch an die Ärzte rangeht, wirklich ohne. Ey, da kennt ihr aber nichts. Ich find Eisen, da geht's ab. Guck mal, wir haben Eisen dran. Ich hab Eisen gefunden. Mann, ich soll dich nach Varro 3 fragen und nach Varro 4. Meine Fresse. Mann, Jogi, hast du mich erzählt? Ja, ich hab Varro 4 halt gewonnen. Varro! Ne, du! Als Maul. Digga, übertreib nicht, Basti. Du machst das damals? Wo geh ich, wo muss ich lang? Wir gegen euch ins Finale gecraftet. Wir sind wirklich wie so 2 Kleinkinder, auf die man richtig aufpassen muss. Alter, für mich muss niemand aufpassen, ich bin ein guter Minecrafter. Das ist mein Lieblingslied aus Minecraft. Ich bin tot! Nein. Ich hatte nur 1 HP. Nein. Mein Zeug! Mein Eisen! Ja, das ist nicht weg, wir haben das. Ich bin stuck, bitte. Ganz kurz. Basti, du musst mir helfen. Kill ihn. Jungs, gib mir eure Koordinaten, bitte! Wir packen erstmal alles in eine Kiste. Weißt du, weil wir halt mit einem. Weil du bist halt noch nicht so weit wie wir, Bro.
Ja, was hier? Hier sind deine Brote, hier ist dein Eisen. Okay, ich habe Hunger. Eisen. Jetzt habe ich euch verloren. Oh nein. Warte, hier. Ein Familienausflug, Chat. Das ist ein Familienausflug. Auf in die nächste Höhle, Jungs. Okay, auf geht's, Jungs. Also wir machen jetzt wirklich 2 Uhr, machen wir noch eine Höhlentour. 2 Uhr morgens, Höhlentour. Und Isa immer noch bei sich da. Ja, die Frau. Hauptsache dir geht's gut. Völlig gefangen. Ey, hier nicht. Ich muss rauskommen. Ich bin gerade fast gestorben, aber diesmal habe ich dieses Water LMG richtig gemacht. Jetzt ein MLG. Ein ja. Water LMG. Achso. Ich bin ja deswegen von gestorben. Boah, guck mal hier, was sagt ihr zu der Höhle? Boah! Ach, die sieht toll aus! Digga. Also das jetzt, ich schub's gleich runter, Eli. Komm, steig ein, vertrau mir. Was? Vertrau mir. Das geht? Nee. Vertrau mir. Hä, wie sanft. Ja, ich hab Dias. Nee. Du hast Dias? Ich hab Dias. Oh, Eli, hast du was? Diese kleinen blauen Punkte sind so cool. Jedes Mal freue ich mich über sie. Guckt sie euch an, wie schön sie aussehen, Chat. Oh mein Gott! Yes, Alter, let's go! 1, 2. Okay. Nee. Da sind 4 auf einem Fleck. 5! Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das ist der Durchbruch. OMG. Ey, ich schnapp mir mein Schwert und es gibt ein episches 1 gegen 1. 6 Stück OMG. Ich hab Diamant gefunden! Das ist richtig random. 2 Stück. Ja. Hey, ich wollte gerade. Noch mehr! Ja. Noch mehr! Oh mein Gott! Wie random! Ich wollte gerade hinterher rennen. Man freut sich voll, ne, wenn man welche findet. Ja. Hey, bei mir hat es gar nicht so gelöscht wie bei dir. Ich hab nicht diese Shader oder so. Auf geht's nach oben. Oben! Ich muss jetzt meine ganze Kohle, mein ganzes Eisen und meine Dias ins Dorf bringen. Ja, so stolz. Die macht man jetzt in diese Kisten, oder was? Genau, Das ist erstmal gelagert. Die richtig guten Sachen musst du in diese dunkle Kiste machen, weil da kann niemand anderes ran. Und bei unseren Servern wird geklaut, das sage ich dir. Ja, wer klaut denn hier? Ich warte an deiner Kiste, Eli. Monte klaut, er hat mein Bett geklaut. Die klauen alle. Ich warte an deiner Kiste, ich hab dir fast irgendwas geklaut. Aber dann meinten die, man klaut nicht. Dann hab ich nicht geklaut. Ja, geil, ne? Oh, jetzt muss... Boah! Alles gut. Ich ertrinke! Boah. Hauptstadt von Bolivien. Hauptstadt. Sucre. Ich dachte, ich hab dich auf dem falschen Fuß erwischt gerade. Nee. Aber kannst auch La Paz, also La Paz ist der Regierungssitz und Sucre ist halt so die Hauptstadt. Mhm. Digga, was ist Craft Attack? Was ist... Craft Attack ist so das, was halt alle, also was so alle Minecraft-Streamer in Deutschland so momentan, so ein großes Projekt, was jedes Jahr halt einmal ist und spielen halt auch Isa und ich und so mit und halt alle anderen so, wo Trimax spielt und so. Das ist halt ein großer Server. Was macht man denn da? Halt genau das, was ihr jetzt halt auch einfach macht. Jeder zockt halt so auf einem Server und macht halt einfach das, worauf er Bock hat. Oh, wir sind raus. Einfach hochschwimmen. Guck mal, Jungs. Hier sind wir wieder zu Hause. Aber wir sind zu Hause, da hinten ist mein Turm. Ich hab den übrigens angezündet, Eli. Hast du gesehen, das was du gemacht hast, als du auf dem Server warst. So, ich entscheide. Alright, Leute. Uh-huh. Oh, sorry. Nee, ich bin dann jetzt auf. No, nice. Mach's gut, Isa. Right. War cool. Gute Nacht, Easy. Tschüss, gute Nacht. Bis morgen oder so, wenn ihr dabei seid. Hier sind Isas Katzen. Katzen? Wo sind die? Ich hab auch eine Katze. Jungs, ich kann euch auch noch zum Abschluss von der Session. Ich gebe euch noch was sehr, sehr Wertvolles mit auf den Weg. Ja. Bist du? Ich setz mich jetzt so im Schneidersitz vorhin hin. Wo ist er? Also, du hast gesehen, was da drauf ist, ja. Habe ich die gerade bekommen? Ja, du hast sie gerade schon. Ich glaube, du hast sie schon in die Enderchest gepackt. Ich habe eine Diamantspitzhacke, effizient. Ich glaube, ich habe die krasseste Spitzhacke, die es gibt. Ey, kann auch Effizienz 5, aber das Entscheidende ist halt Glück 3. Wenn du damit Dias abbaust, dann kriegst du halt vielleicht aus einem Dia 4 Stück. So. Effizienz 4, Glück 3, Hyperkar 3? Ja. Zeig mal, Eli, kann ich mal halten? Nein, sie bleibt genau da, wo sie ist. Und mit der. Mit der kriegst du auch mehr Eisen, mehr Gold, mehr Kohle, mehr Dias, mehr Redstone, mehr Lapis, alles. Wenn du damit das abbaust, kriegst du viel mehr, aber die darfst du auf gar keinen Fall verlieren, die ist richtig wertvoll. Reparieren auch? Kann ich die reparieren? Die könntest du reparieren, ja. Wenn ich jetzt Diamanten finde, dann soll ich Eli rufen und er baut die ab. Ne? Eigentlich schon, das wäre schon sinnvoll. Danke, Basti. Danke, Papa. Okay. Danke, Papa. Eli, du hast jetzt insgesamt 2, ne, Bro? Danke, Papa. Ey, voll gerne. Eli, du hast 2, ne? Ja, falls Ort mich beklauen sollte. Mhm. Das, nee, ich kann dir auch eine geben, aber die ist halt... Gute Elderkiste. Ich kann dir nur eine geben ohne halt Glück, aber mit der kannst du halt auch richtig schnell abbauen. Ich hab selber eine normale Pickaxe. Aber... Nee, Ich habe 63 Kohle. Ja. Guck mal, wie viel du rausbekommst. Alter, WTF.
Eli, gib mal noch deinen Bogen. Ich pack da noch was drauf. Flintstone. Guck mal, schieß mal jetzt mit dem Bogen. Pfeile brennen jetzt. Mit Feuer? Das habe ich drauf gefunden. Alter! Und das ist schwer? Das ist krass. Für Willis Haus. Kann es damit was abhacken? Kannst damit nichts anzünden. Also du kannst damit jetzt nicht Holz abfackeln. Oh, das wäre so schön, wenn ich Häuser damit abbrennen könnte. Das wäre ja angenehm. Danke, Papa. Aber jetzt auch nicht mehr. Nicht zu viel. Du darfst es nicht zu viel geben. Ja, easy. Basti, kannst du uns noch eine Geschichte vorlesen? Alright, Jungs. Ey, war eine gute Session. Dann wünsche ich euch was. Wir hören uns. Ciao. Macht's gut. Ciao. Warte. Hauptstadt von Nepal. Kathmandu. Ja, klar. Macht's gut. Ciao.